Ich erzähle dir jetzt von den Dingen, die ich so mache, wenn ich alleine bin, und möchte vorab auf etwas hinweisen. Dieser Abschnitt wird gesponsert von Golden Khan Cabernet Sauvignon, made in South Africa, 4,44 Euro, diese Woche bei Netto im Angebot. Wenn ich alleine bin, latsche ich manchmal nackt durch die Bude und achte absichtlich nicht darauf, ob die Gardinen verschlossen sind. Wenn ich alleine bin, mache ich so viele Dinge, die du auch machst. Ich schaue mir Mädchenserien an, versacke in der virtuellen Welt, Vorsicht, YouTube-Falle, gucke Filme im Netz und das Schlimmste, ich spiele die Szenen, die mich am meisten inspirieren, sogar nach. Ich kann ein bisschen wie Clint Eastwood gucken und ich glaube, dass ich auch ziemlich gut mit einem Revolver umgehen könnte. Jedenfalls hat die Fernbedienung, mit der ich gern Tricks und Kniffe übe, noch nie was Gegenteiliges behauptet. Ich spiele aber nicht nur Ganovenkram nach. Wenn ich alleine bin, prüfe ich vor dem Spiegel, ob mein Arsch noch passabel ist. Ich übe Fotoposen und einmal habe ich, aber bitte, sagt das keinem, mir die Socken meines Typen in den Ausschnitt gepackt, um mir wissenschaftlich und nachweislich zu überprüfen, wie ich so aussehe mit D-Körbchen. Doof. Wenn ich alleine bin, tanze ich in Schlüppi und in unterschiedlichen Socken, beide ultra dreckig, aber sehr bequem, meinen Flur 5 Meter, auf und ab, fresse den Dreck unter meinen Fingernägeln, jage Silberfische, um sie zu zertrampeln, rieche an den Halstüchern meiner Großmutter und trinke Wein, viel zu viel Wein. Wenn ich alleine bin und obendrein angetütert, wird's gefährlich. Dann schleiche ich manchmal die Treppen im Haus für nach unten und klaue den Otto-Katalog, um ihn kurz durchzublättern und vollgesifft wieder zurückzulegen, mit Weinflecken und Senf von der letzten traurigen Wiener, die ich noch im Kühlschrank gefunden habe. Wenn ich alleine bin, rufe ich manchmal Typen an, mit denen ich früher mal was hatte und die ich heute gar nicht mehr liebe, aber die ich in Stunden wie diesen plötzlich vermisse. Schon beim Wählen der ersten Nummern bin ich ganz aufgeregt, gleich die Stimme zu hören. Und natürlich weiß ich vorher, dass ich mich nicht erkennen geben und schweigen werde. Und dieser Moment, dieses kleine Hallo, katapultieren mich sofort in den Sommer 1999, als man sich auf dem Bootssteg auf Rügen geliebt hat und die ganze Welt und das Leben so perfekt schien. Wenn ich alleine bin, höre ich manchmal Adele, gucke Videos von Terence Wyn Darby oder Gloria Gaynor und probiere, den perfekten Moonwalk hinzukriegen. Und einmal, als ich alleine war und gerade einen Briefumschlag mit einem dicken schwarzen Edding beschriftete, holte ich kurz tief Luft, scharwenzelte mit dem Stift ins Bad und malte mir neugierig zwei Zähne an. Ich wollte eben mal gucken, wie das so aussieht, wenn man zwei Pfeffis zu wenig hat und auf Rapper macht. Und das Resultat, so unter uns, war famos. So, ich mache jetzt mal Schluss für heute.